Und herzlich willkommen zu Folge 130. Ja, ich habe ja beim letzten Mal so angekündigt, ich werde mein Texture Pack so ein bisschen umändern, ein bisschen anpassen, wieder zurücksetzen. Keine Ahnung, wie sich das verlaufen wird. Ja, es ist sozusagen ein bisschen zurückgesetzt worden. Es ist jetzt mehr auf die Funktion der Bäume gelegt worden. Ich bin jetzt nicht so auf das Design von ein paar Objekten draufgegangen, sondern hier so. Wie ihr sehen könnt, hier noch die ganzen Charts oder so sind wieder zurückgegangen. Hier ein paar Sachen. Ist jetzt auch eigentlich relativ uninteressant, sagen wir das mal so. Hier sind, glaube ich, noch irgendwie, ja, das Holz so ein bisschen. Hier so ein paar Bäume noch. Und hier die Pilze und so was. Sind ein bisschen zurückgegangen. Wie gesagt, die Charts, ein paar von den Monsterartikeln sind auch noch zurückgegangen. Und ich glaube, ja, das ME-System allgemein. Ja, das ist auch noch ein bisschen zurückgegangen. Und hier so auch, wie gesagt, ich bin ein bisschen mehr auf den Bäumen gegangen, aus dem Grund, da kann ich direkt besser erkennen, wo was wie schon fertig ist. Ist auch für mich persönlich einfacher. Das andere kann nur so bleiben. Stört mich nicht, hatte ich glaube ich auch im Megaprojekt so gehabt, dass das so verläuft. Ja, kann man nichts ändern, muss ich halt Kompromisse irgendwo ziehen. Und da habe ich mir lieber Kompromisse gemacht, ziehe ich lieber ein bisschen auf den Texturen runter und nimm dann halt hier das im Kauf, dass ich halt da sehen kann, wo das halt ist. Und da sieht man das auch. Hier sind dann so komische gelbe Punkte mit bei. Und das meinte ich nämlich auch. Und sonst müsste ich mal drauf gucken, weil das ist bei so einem Baum hier, so einem riesengroßen Baum, natürlich ein bisschen anders. Ja, das wollte ich wie gesagt noch sagen. Und dann habe ich ja mir schon vorgeschlagen, das Obsidian müsste mittlerweile durchgebrannt sein. Oder? Ja, das ist durch. Hier sind noch ein paar andere Sachen gewesen. So, das wollte ich jetzt mitnehmen hier. Und das wollte ich dann an den, jetzt muss ich lügen, daran setzen, an den Induction Smelter. Ja, hier sind auch noch ein paar Sachen, ja, so putz. Ja, es geht, also ich sag mal so, ich finde das ein bisschen besser, wie gesagt, mit den Bäumen, damit ich auch das erkennen kann. Naja, ist ja auch nicht schlimm. So, jetzt brauche ich das LED. Da brauche ich ein Stack davon und zwei Stacks davon. Dit. Und dann kann das eigentlich schon mal da brennen. Und zwar, wo ist denn der Induction Smelter? Da ist er. Dann machen wir hier eine Runde. Mein Freund der Nacht. Ich brauche ein bisschen Hardenglas. Pumpt das da rein. Und dann kannst du nämlich laufen. Dann kann ich das hier umändern. Jetzt wollte ich unten im Keller gucken, wie weit das denn da ist. Hier läuft soweit noch. Aber warte mal, die Maschinen sind jetzt natürlich auch anders. Ach jau, jetzt weiß ich, warum ich das Texture Pack damals geändert habe. Seht ihr das? Irgendwas in den Pipes mit dem Wasser ist komisch. Weiß ich auch nicht warum. Deswegen hatte ich das geändert. Ich erinnere mich. Dann müsste das andere Zeug jetzt auch so komisch sein, ne? Ich kann euch nicht sagen, warum das so komisch ist. Ich habe null Ahnung. Warte mal, wir ändern nochmal das Texture Pack. Und zwar habe ich einmal Kopie und dann war das, glaube ich, hier unten das. Probieren wir mal eben kurz aus. Dauert einen Moment. Ich glaube eine halbe Minute oder so was. Dass das hier fertig wieder ist. Schnarch. Okay. Verdammt früher Morgen. Na komm schon. Ja. Yep. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Oh, da sieht er noch bescheiden aus. Ich muss dann unbedingt mal was Optimales finden, dass das wieder richtig aussieht. Ich hatte noch ein paar andere. Müssen wir mal eben kurz entschuldigen. Oder war das Kopie? Sauerstoffmangel. Jetzt komm schon. Mach fertig hier. Komm schon. Komm schon. Oder ist jetzt Minecraft abgeschmiert? Das wäre natürlich auch lustig. Hallo, Texture Packs. Hallo. Da ist er noch. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert hier.
Ah, da ist er. Und das ist jetzt auch wieder so ein Müll mit dem Texture Pack. Ja. Das ist auch so ein Müll. Ich muss da unbedingt optimieren. Das heißt, das passt auch noch nicht ganz. Da muss ich erstmal schauen, dass ich das mit den Bäumen hier rüber gezogen bekomme und das andere dann hier runter. Wie ist jetzt die Lava hier wieder? Ja, das mit den Anzeigen ist ja auch blöd. Was ist denn da drinne? Hä? Warum zeigt denn so eine halbe? Ja, das sieht doch blöd aus. Muss ich nochmal ein drittes wechseln, und zwar ist das hier Sparks++. Okay. Das wird wieder eine müde Folge. Und eine bescheidene Folge mit dem Texture Pack. Na komm schon. Komm schon. Tut mir einen Gefallen, da wird die Folge auf jeden Fall länger sein. Das tut mir dann leid. Die werde ich dann auf jeden Fall einen Moment länger laufen lassen. So ist das jetzt wieder richtig. Ja, das geht zumindestens. Dann muss ich das mit den Bäumen versuchen, in das Texture Pack reinzuziehen. Das ist nämlich ein bisschen immer so das Chaos sozusagen, den ich damit habe. Ja, jetzt ist das natürlich auch wieder umgeändert hier. Ja. Ach, kann man nichts ändern. Sagen wir das mal so. So, dann lassen wir das im Moment noch laufen. Ich wollte aber eigentlich in den Keller rein. Und schauen, ob da noch eine Redstone-Zelle war. Aber ich glaube eher weniger, ne? Da war jetzt, glaube ich, keine mehr. Nein. Dann habe ich hier eine drin gehabt noch. Oh, yo. Die werden wir jetzt mal... Warte mal, die setzen wir jetzt da oben zwischen schon mal. Das heißt, ich müsste mal wieder welche herstellen. 3, 4, 5, also 6, 7, 8 brauchen wir auf jeden Fall noch. Also maximal 10 könnten es auch noch passieren, dass es so weit kommt. 100 rein? Nein, dann machen wir mal nur immer 10. Weil dann muss ich natürlich unten die Engines auch erhöhen. Ist natürlich dann klar. Da werde ich aber mit Biosprit arbeiten. Genau, mit Biosprit wäre eigentlich eine optionale Wahl. Das heißt, du kannst noch ein bisschen laufen, ne? Genau, lauf du noch einen Moment. Und ich werde das mal eben hier mit dem Pipesman fertig machen. Habe ich denn noch Elektrum? Ich habe noch ein bisschen Elektrum. Oh, warte mal, wie ging denn Elektrum als Rezept? Ah, das nervt mich gerade mit den Sachen da. Elektrum Ingot, Elektrum Blend. Da brauche ich da Silber und Gold. Da hatte ich doch noch, warte mal, da hatte ich genau den Goldstaub, der kann erstmal weg. Und ich nehme hier das andere Gold, das müsste gleich unten irgendwo rumfliegen. Da ist es doch. Und Silber. Genau. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein Stack. Da bleibt ja nicht aus. Kokskohle. Eins, zwei. Und das werden wir jetzt hier dran fuckeln. Eben noch hier reingeschmissen. Zumindest, dass das hier im Moment läuft. Hier ist nichts mehr drin, hier sind noch Trichter. Dann kann der Pulverizer meinetwegen auch mit. Die Trichter kommen abgebaut werden hier. Die Truhe kann weg. Boah, Kühe. Nervt nicht. Ja, das ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen schade, dass das nicht angezeigt wird. Da muss man halt immer drüber gucken oder ich werde versuchen, das wirklich umzuändern. Dann brauche ich, glaube ich, nur irgendwie das Faust-Feedback oder so da reinziehen und schauen, ob es funktioniert, weil ich hatte ja viele Funktionen schon ausgetestet, ob es so funktioniert, ob so. Ich hatte nie immer Probleme damit, dass es irgendwann mal aufgetaucht. Beim Megaprojekt ist das ja auch so gewesen, aber auch alles okay. Das war ja das Problem. Sonst ist das ja nie passiert worden hier. So, Elektrum Blend, dann könnte ich mal ein paar schon mal machen. So, so, so. Und dann brauchen wir, weiß nicht, 20 Stück können wir auf jeden Fall schon mal anschließen hier. Denn die Energie muss ja irgendwann laufen hier. Wie viel hast du denn noch? Ich muss davon ausgehen, dass du gleich fertig wirst. Ja, du wirst gleich fertig, gut. Hier habe ich dann noch zwei Türen, die könnten wir auch schon mal reinsetzen. Glas könnte ich reinsetzen, wo ich wieder nichts dabei habe. Genau, das hatte ich hier rausgeschmissen.
Zwei Türen und zweimal Glas, das machen wir schon mal. Glas. Weil die Folge muss jetzt etwas länger sein, dass es mit dem Texture Pack jetzt ein bisschen nervig gewesen muss. Ich dann halt. Oh, 16 Türen wollte ich nicht machen. Naja, kann man ja nochmal irgendwo gebrauchen. Ich brauche jetzt nur zwei. Die kommen gar nicht hier rein, die kommen ja da vorne rein. Ist ja so etwas mit Redstone verknüpft. Das heißt, die sitzt irgendwo hier nach. Oh, da hatte ich ja noch welche drin. Eins, zwei. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Haben wir zumindest welche noch in Reserve, wenn wir was mal irgendwas brauchen. Vielleicht beim Dorf kann ja sein, dass ich da noch welche verbrauche. Oder hier vorne kommen ja auch noch ein paar Türen rein. So, gut. Dann kann hier schon mal Glas rein. Ne, das lasse ich auch noch, weil ich habe vielleicht noch was hier mit vor. Ich muss gucken, wie ich das immer gerne mache. Das ist immer so eine Problematik, wie ich das alles ausgleiche. Wenn das lasse ich auch noch offen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Machst du es? Wo machst du es hin? Wo machst du es? Setzt es hin und. Na komm her. Plupp. Jetzt geh noch dahin, bitte. Dann ist zumindest das Werkzeug wieder zusammen. Genau, das passt. Was war denn noch hier drin? Ach, hier ist, glaube ich, am E-Quatsch gewesen. Genau, hier war noch am E-Quatsch drin. Da müssen wir auch noch Rezepte für machen. Fertig. Danke. Dann kann das weg. Dann hatte ich doch, glaube ich, eine Leitung dabei. Aber die habe ich, glaube ich, irgendwo wieder hingesetzt, wo sie nicht hin sollte. So, Magma Crucible läuft. Dann läuft der gleich. Mit seinen 20 mit seinen 20 Pipes. Ich hatte doch eine hier drin, oder nicht? Jetzt da, genau. Damit zumindest auf den Liquid Transporter was draufkommen kann. Plopp. Ach so, das wechselt der ja nicht richtig. Ach, wie setzen wir das dann? Ja, warte mal, da machen wir mal kurz so. So, beim Auffüllen. Mach mal eben bitte. Genau, gib mir mal so ein paar Pipes. Dann wechsle ich den hier wieder. Dann passt das schon. Dann kann hier nämlich. Nee, hier muss er rein und da kann er noch raus und dann kann der gleichzeitig auch mit aufgefüllt werden. 20 Pipes, das ist super. Dann läuft das Redstone da durch und dann kann das hier nämlich wieder weg. Dann können hier unten drunter die Pipes hin. Ich das gern haben möchte. Einmal hier drunter gucken, ob jetzt alle auf blau sind. Ja, alle auf blau. Geht gerade mit, ja, jetzt ist meine Stimme wieder da. Ist gerade verschwunden, nein. So, dann kommt das nämlich hier hin. Jetzt komm. Dit. So, so, so. Dann passt das. Ja, jetzt kann er noch ein Pulverweiser und einen Ofen drauf und noch irgendwas. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Und dann kommt das hier unten rein. Ja, dann hätte ich jetzt das so. Jetzt kann ich das natürlich nicht abcovern hier. Dann muss ich vielleicht so sagen. Oder man müsste das anders setzen. Mir wäre schon lieb, dass sie hier die sitzen würde. Mir wäre es schon lieb, auf Deutsch gesagt. Oder man setzt sie jetzt. Ach so, ja, ich habe mich verklickt. Oder man setzt sie hier hin. Und geht dann hier so weiter damit. Wäre auch eine optionale Wahl. Die läuft sich jetzt ein bisschen auf. Warte mal, Input. 10 und 10 raus, ja. Kann man so machen. Gut, ist jetzt nicht das Wahre immer mit 10 rein, 10 raus. Dann würde ich vielleicht sagen, machen wir mal 11 hier. Dann füllt er sich minimal Prozentsatz auf. Der ist jetzt auch soweit fertig hier. Da habe ich noch 6 Pipes. Sehr gut. Die andere wird dann wieder aufgefüllt hier irgendwo in der Walachei. Dann kann ich das laufen lassen. Dann machen wir in der nächsten Folge noch ein Magma Crucible. Und den Pulverweiser von... habe ich ja hier.
Den Pulverizer kann ich ja auch noch setzen. So. Oh ne, da müsste Orange hin. Und hier machen wir gleich noch einen Ofen hin und dann vielleicht hier noch irgendwie, weiß ich nicht, Holz oder sowas. Damit das zumindest auch weg ist. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-UTP und tschüssen.